Da war ich nun. Ohne Gedächtnis aufgewacht, mitten im Nirgendwo. Der einzige Hinweis auf meine Vergangenheit waren Harrys Name und Adresse in dieser Mütze. Ich machte mich auf den Weg zum Apartment. Und da fand ich dich. Und deine Taka-Pistole. Hör auf zu reden! Du bist eine Halluzination! Du bist eine Halluzination. Du bist also ein sprechendes Pikachu ohne Erinnerung, aber dafür koffeinsüchtig. Ich kann damit aufhören, wenn ich will. Das ist nur eine Entscheidung. Noch eine Runde extra stark. Schwarz wie die Nacht. Danke, Süße. Kappel los! Keine Ahnung, vielleicht ist Harry irgendwo reingeschlittert. An die falschen Leute geraten oder sowas. Hör zu, du kannst mit Menschen reden. Ich kann mit Pokémon reden. Und wenn du deinen Paps finden willst, brauchen wir uns. Nein, ich brauche kein Pokémon. Und ein Weltklasse-Detektiv? Oh, meine Hinweise! Was ist das alles? Harry ist noch am Leben. Fall abgeschlossen. Aber ungeklärt, bis ich ihn geklärt habe. Na gut, folgendes. Harry hat seinen Tod vorgetäuscht. Oder jemand anderes hat Harrys Tod vorgetäuscht. Oder Harry hat den Tod von jemand anderem vorgetäuscht. Das Letzte ergibt überhaupt Nein. keinen Sinn. Offenbar hatte ich schon mal mit diesem Großmaul zu tun. Mach ich ihn halt nochmal fertig. Hey Kumpel, was soll das werden? Ich kann nicht, wenn Leute zusehen. Hol mich sofort hier raus! Pika, Pika! Das ist eine Wendung äußerst wendig. Auf ihn! Er bewegt sich kaum. Das musst du ihm doch nicht verraten. Oh, er hat dein Motorrad. Schnell, stell dich vor ihn. Stopp. Oh, nein. Er ist hingeflogen, Tim. Ein Helm wäre gut gewesen.